Hi, trinken so lang's hell ist, heute mit einer Sonderedition. Wir haben hier Zuschauer zu Gast, die sich jetzt im Bild nicht zeigen wollen, aber die haben heute Abend einen Wein mitgebracht. Ich sag gleich vorweg, es ist ein richtig geiler Tropfen. Ich durfte den auch schon ein paar Mal trinken und da sie ihn heute Abend mitgebracht haben, habe ich gesagt, den stelle ich euch heute einfach mal vor, auch wenn er nicht bei uns im Shop ist. Mitgebracht heute von El Nido aus der Jumilla. Der Clio. In dem Fall der Jahrgang 2015. Der müsste mindestens 2 Jahre im Fass gelegen haben, so wie ich das weiß vom Clio. Und ist ein Cuvée aus. Jetzt bin ich gerade überfragt. Steht auch nichts drauf und ich spreche kein Tschechisch. Ist auf jeden Fall ein Cuvée, soweit ich weiß, kein Reiner. Aber ein toller. Wir haben 16 Atü, die werden sich auch gleich im Glas widerspiegeln. Ich mache jetzt einfach eins, ich mache es ein bisschen unkonventionell. Ich schütze einfach ein und ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird heute. Ich glaube nämlich, dass der letzte auch kein 15er war. Ja, der kommt schon schön tief schwarz ins Glas. Hat so einen leichten Purpurreflex an den Außenrändern. Ja, das ist eine super geile Note. Da kommt ein bisschen. Bisschen Espresso mit, ein bisschen Schokolade und vor allem eine tolle Dunkelfruchtnote. Ja, einen leichten Nasen. So ein bisschen Wildkräuteransatz hätte ich jetzt gesagt, aber ja. Ja, so ein Enzian. So ein Enzian kommt damit. Voll geil. Ich sollte ihm eigentlich mehr Luft geben, weiß ich auch. Ich habe den Schnelldekanter oben aufgesetzt, der spart mir zumindest so eine halbe Stunde. Das ist auch eine sehr spontane Aktion, aber ich denke, sie ist es wert. Vor allem haben wir danach die ganze Flasche für uns. Die habt ihr nicht. Eine Empfehlung, wenn ihr sie kaufen wollt, liebe Grüße an den Piero. In der Villa Divino in Leimen gibt es die. Müsst ihr nicht bei uns bestellen, dürft ihr nach unten gehen. Leimen bei Heidelberg. Piero, der ist erstmal auf dich und... Ja, herrlich. Gut, er braucht noch Luft. Da kommt noch ein bisschen Ellenbogen durch, aber tiefbreit, dunkle Schokolade. Eine Mischung aus Sauerkirsch und Brombeere. Und dann hast du einen deutlichen Holzanteil, schöne Tannine. Die 16 Atü merkt man überhaupt gar nicht. Also ich denke, der wird später eher hinten raus Druck machen, als vorne raus im Glas. Falls ihr es gehört habt, das Klacken war eben die Spülmaschine. Alles ist spontan heute. Das ist ein Wein, der ist definitiv sein Geld wert. Der ist furztrocken, muss man ja sehen. Aber diese Süße, die sich sofort ausbeutet, bis vorne über die Lippen weg, hat man wirklich diesen Eindruck, es kommt diese Schokolade und jetzt kommt man beim zweiten Mal kommt diese Sauerkirschnote hinten durch und jetzt kommt so eine Kräuternote damit. Das ist ein definitiver Thymian-Ansatz. Ja. Im Prinzip sollte ich jetzt eins machen, ich sollte nochmal einen Dekanter füllen, den Wein anfüllen und 2 Stunden Zeit lassen, aber trinken, solange es hell ist. Ja, noch ist es hell, ich weiß nicht, ob das rüberkommt bei der Kamera. Ich bedanke mich ganz vielmals bei Sabine und Andi, die dann Wein und Abend mitgebracht haben. Und natürlich beim Andi, der das Ganze nochmal separat mitschneidet. Dabei wahrscheinlich mein Doppelkünn schön aufnimmt. Und wünsche euch einen schönen Abend, ein tolles Wochenende. Gleich gibt es noch bei unserem WhatsApp-Kanal ein Gewinnspiel. Wenn ihr wollt, bucht ihr euch da noch ein. Und ansonsten für alle, die am Wochenende noch Rotwein brauchen, www.brandsweinladen.de. Ihr findet uns im Internet auf facebook.com/brands.weinladen und den Wein hier kriegt ihr in der Villa Divino beim Piero. Liebe Grüße nach da unten. Bis bald. Tschüss.